So Pyrus, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Und heute gibt es ja mal ein paar Brückhoff-Neuheiten von 2016. Mit dabei ist der Pyrofuchs. Hallo, seid gegrüßt. Wir haben hier zum einen die Multisalut. Schöne, dicke, fette Böller. Also sind ja eigentlich nur mehrere Böller zusammengewickelt. Dann geht es ja weiter mit den Kanonen-Slag oder Slag. 100 Stück in einer Packung. Nichts Besonderes, ranzig verarbeitet. Mal sehen, wie die sind. Und hier zum dritten die Reaper. 12 Stück in der Packung. Auch wieder spanische Bauart. Gut verarbeitet. Mal sehen, was der Test sagt. Mal sehen wir uns gleich beim Test. Viel Spaß. So, los geht's jetzt hier mit den Kanonenslag. 3 Stück. Ja, geht. Etwa Pyro-Trigger Lautstärke. Nicht schlecht. Auch nicht viel besser. So, weiter geht es hier mit dem Multisalut. Ja, es ist schon ordentlich laut. Hätte es nicht gedacht. Ich gebe Brück auf meinen Daumen. Ich habe den Finger verbrannt. So, dann machen wir jetzt hier noch als letztes den Reaper. Machen wir auch mal 2 Stück. Oder 44. So, jetzt hier die Reapers. Mal 2 Stück. Ja, geht für die Größe. Das war gut, oder? Geht schon klar, Polkow. Eine erfrischende Neuheit auf dem deutschen Markt. Kurzer Funfact nebenbei, Tauschbüro hat ja alles wunderschön in die Reihe aufgenommen. Zu wenigem Preis, gut kleine Artikel für nebenbei zum Warmzündeln unter anderem. Guter Artikel. Das stimmt. Multisalut war etwas teuer für etwa 5 Euro. Ja. Aber trotzdem ganz nett. Ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis schaltet zum nächsten Video. Genau. Und schaltet beim nächsten Mal auf jeden Fall wieder hier rein. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.